Willkommen zur heutigen Folge von Frequent Traveler TV. Heute muss ich das Intro alleine machen, weil irgendwie hatten wir das Mikro nicht angeschaltet. Deshalb müsste ich das jetzt einmal neu machen. Das Thema heute ist Berlin-Brandenburger Flughafen, fast ein Jahr, ein Fazit. Nachdem wir ja die Möglichkeit hatten, da zu dem Flughafen jetzt selber auch mehrfach hinzureisen, einmal ankommend als ab- und abfliegender Gast, kann ich auch aus eigener Erfahrung euch etwas erzählen. Ich muss euch ganz klar da natürlich sagen, ich war etwas enttäuscht, weil die Erreichbarkeit des Flughafens ist in meinen Augen vor allem vom Potsdamer Platz, wo ich im Hyatt übernachte, problematisch gewesen an einem Sonntag. Aber auch Themen wie zum Beispiel Rolltreppen, die nicht funktioniert hatten, Bahnsteige, die nicht breit genug sind bei den Zügen, Rolltreppen, die nur hochgehen, aber nicht runtergehen, wenn sie funktionieren. Und dann gab es ja auch eine Toilettenproblematik, aber da geht Mario dann in dem Video drauf ein. Und natürlich, wie immer, an dieser Stelle geht das dann direkt weiter mit dem Intro. Ja, willkommen zurück zu Frequent Traveler TV und unserem heutigen Thema. Aber ihr wisst ja wie immer, dass wenn ihr bei uns zuschaut, ihr auch arbeiten müsst. Ihr müsst das ganze Thema bei uns natürlich unterstützen. Heißt also, ihr müsst einmal uns abonnieren. Ihr müsst für Mario die Glocke anmachen. Andere Seite. Glocke anmachen und dann natürlich den Beitrag liken, aber auch kommentieren. Ganz, ganz wichtig ist kommentieren. Die heutige Folge kommt eigentlich auch von einem von unseren Zuschauern. Danke dafür, dass ihr uns zuschaut. Das ist der Guido. Guido hat uns die Frage gestellt, wie wir den Flughafen finden. Ich habe gesagt, ich gucke mir den Bude erstmal an, bevor ich anfange zu lästern. Mario ist bis jetzt noch gar nicht da gewesen, richtig? Nee. Nein, ich bin leider noch gar nicht da gewesen. Tegel ist sozusagen immer noch in meinem Herzen. Und ja, aufgrund von der nicht unbekannten Corona-Pandemie habe ich es noch nicht geschafft, in Berlin zu landen oder zu starten. Aber das wird hoffentlich demnächst der Fall sein. Also alles, was ich heute sage, kenne ich nur quasi vom Hörensagen und über Berichte, die man über Berlin-Brandenburg so liest. Ja, also ich bin ja, als wir unseren Stammtisch in Berlin hatten, abgesehen davon muss ich auch unseren Spruch bringen. Wir sind hier, um euch mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz, ganz vergessen. Gott sei Dank habt ihr ja schon abonniert, sonst muss ich den Spruch auch bringen. Ich hatte den Stammtisch. Habe ich verzweifelt sonntagmorgens geschaut, relativ früh, wie ich zum Flughafen komme. Und ich bin auf einen Sixt-Limousinen-Service umgestiegen. Hat auch Rabatt gegeben, weil mir einer unserer Teilnehmer bei dem Stammtisch einen Rabattcode geschenkt hat. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Namaste, glaube ich, heißt das im Indischen. Namaste, ja, ja, genau. Namaste. Ja, das dazu. Aber Guido, da können wir dir für was sagen. Mario, du hattest ja dir mal angeschaut, wie man überhaupt zum Flughafen kommt, mit mir zusammen, mit dem Zug oder mit dem Auto. Elaborier das nochmal für die Bevölkerung, die das Problem nicht kennt. Naja, das Problem ist halt, dass der Flughafen nicht am Fernbahnhofsnetz oder am Fernverkehrsnetz der Bahn angeschlossen ist. Man kann also mit dem Airport Express, mit dem FEX hinkommen. Man kann auch mit dem normalen Nahverkehrszug hinkommen und auch mit der S-Bahn. Das dauert dann aber doch relativ lange. Vom Hauptbahnhof geht es so einigermaßen, ich glaube, etwas um eine halbe Stunde rum. Aber nicht jeder ist natürlich, wenn er in Berlin ist, direkt am Hauptbahnhof und insofern muss man ja die Reise zum Hauptbahnhof ja noch mit dazu rechnen. Also insofern im günstigsten Falle kommt man dann, wenn man irgendwo anders ist, zum Bahnhof muss da umsteigen, braucht man mindestens 45 Minuten, eher länger. Und das ist sicherlich schwierig, wenn man so an Tegel denkt, der ja mit dem TXL-Bus doch relativ zügig zu erreichen war. Oder auch sogar mit dem Taxi, die ja die Busspuren nutzen durften oder konnten oder immer noch können, war man da eigentlich relativ schnell in der City. Und das ist jetzt natürlich bei dem neuen Flughafen eher schwierig. Wie lange hat es denn damals mit deinem Sixt-Transfer gedauert? Ungefähr, 35 weißt du Minuten. Es waren 35 Minuten am Sonntagmorgen. Am Sonntagmorgen, ohne Verkehr, ohne alles. Der Fahrer sagte mir, man kann auch gerne mal anderthalb Stunden fahren, je nachdem nach der Verkehrslage. Also es ist echt zum Kotzen.
Mit dem Mietwagen war das alles tipptopp, weil das ist direkt links vom Terminal, kann man es abgeben. Das Auto unten schön, wie man das vom Flughafen kennt, alles wunderbar, kann dann rüberlaufen. Aber wenn man halt mit dem Zug kommt, dann hat man das Problem, dass da die Rolltreppen nur nach oben gehen, aber nicht nach unten. Aufzüge, da staut es sich, die Bahnsteige sind nicht breit genug. Das sind Probleme, die mir auch einmal aufgefallen sind, ganz, ganz wichtig. Ich finde die Idee mit dem Zug auch ganz toll. Aber das Problem ist halt mit dem Zug, der ist halt auch teilweise unzuverlässig. Das ist das eine Problem. Und wie Mario schon sagte, nicht jeder muss zum Hauptbahnhof. Wir waren ja nur zum Potsdamer Platz, aber selbst das ist ja schon eine Weltreise, wenn man unten einfach dann die U-Bahn auf die U-Bahn wechselt oder beziehungsweise auf die S-Bahn, um genau zu sein, wechselt. Das war halt in Tegel schöner, da konnte man auch zum Carsharing nehmen. Da habe ich auch oft ein Car-to-go genommen, einfach bin dann in die Stadt gefahren, Auto abgestellt, fertig. Ist von da in Schönefeld auch ein Riesenproblem teilweise, dass man die Autos ja gar nicht mehr da so bekommt. Taxi auch ein Problem, da gibt es keine Taxis. Jetzt gibt es im Moment irgendwie zu viele Taxis. Das war die nächste Schlagzeile, die ich heute wieder gelesen habe. Berlin halt. Da gab es ja auch den Taxikrieg, nicht? Weil die Berliner Taxifahrer durften ja theoretisch dort nicht hin, weil das nicht deren Beförderungsgebiet ist, weil es halt Brandenburg ist. Und Brandenburg selber hat halt zu wenig. Wir machen kurz eine Pause, weil Mario muss kurz ans Telefon. Mario am Telefon. So wie es aussieht, ist der Herr Hoffmeister wieder fertig. Wir können weitermachen. Wir entschuldigen uns natürlich für die kleine Unterbrechung. Entschuldigung. Das ist, wenn man semi-live produziert. Wenn die Kanzlerin anruft, ne, dann muss man mal eben kurz ans Telefon. Also es hilft ja nichts. Ne, da hilft ja nichts. Ich habe auch die Zeit genutzt, um die Kamera einmal anders zu stellen, um auch immer mehr im Bild Mittelpunkt zu sein. Habe irgendwie festgestellt, dass ich immer irgendwie so mich überlegen muss und dann aus dem Bild nach rechts raus. Aber jetzt bin ich wieder in der Mitte da. Wir waren stehen geblieben beim Check-in, glaube ich. Der Check-in war, wenn man von den Bahnhöfen es geschafft hat oder mit dem Auto oder wie auch immer dahin zu kommen zum Flughafen. Ja, ist alles sehr, sehr klein, wenn man davon ausgeht, dass im Moment ja noch nicht mal Volllast ist. Und dann weiter zur Security. Ich hatte meinen Boardingpass gescannt auf dem Telefon, habe es aufgelegt, ging nicht. Habe dem Kollegen hinter der Schranke Bescheid gesagt, hey, Priority steht drauf. Also musst du gucken oben auf Schilder, wenn deine Fluggesellschaft nicht dabei ist, dann geht das nicht. Ich sage, steht dabei, Finnair ist dabei, ich bin Emerald, könntest du bitte? Dann sagt er, nein, geht nicht, muss ich wieder zum Schalter gehen. Habe ich gesagt, okay, alles klar. Unabhängig davon, dass es sprachlich halt sehr speziell war, fand ich es auch sehr unhäuflich, weil ich kenne es eigentlich von Flughäfen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Mario, dass die dann Knopf drücken, selber manuell scannen, gucken, alles klar, geht weiter. Ich zum Counter getippelt, Bordkarte ausgedruckt, durch, dann ging's. Security, die Linien, was soll man dazu sagen, ist halt auch alles sehr eng, sehr kondensiert. Ist natürlich ein bisschen besser als in Tegel, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, aber trotzdem für eine zentrale Security hätte man das größer machen können. Vorgang war aber sehr nett da, nachdem ich ja immer nur rumheule. Das Personal hat ja übrigens auch im Gespräch gesagt, ja, mit den Kollegen vorne gibt es immer Probleme. Deshalb ist es so. Ja, Mario, das Shopping-Erlebnis, was danach kommt, das ist ja auf jedem Flughafen so, ne? Ja, also mittlerweile sind ja Flughäfen bessere Shopping-Malls. Mal mit einem besseren, mal mit einem etwas schlechteren Angebot. Aber auf so einem größeren Flughafen hat man ja in der Regel die große Auswahl. Ja, und dann geht es natürlich weiter zum Food Court. Aber Food Court ist gescheitert, weil die Rolltreppe nicht funktioniert hat. Nicht nur beim ersten Mal nicht, sondern auch beim zweiten Mal nicht und beim dritten Mal nicht. Gut, das war halt in einem kurzen Zeitraum, wo ich da war. Aber das habe ich dann sein gelassen, bin ans Gate gegangen. Am Gate waren kaum Sitzplätze, obwohl es nur eine kleine Embraer war von Finnair. Also insofern war das etwas problematisch. Bin an den Lounge getippelt. Wie soll das werden, wenn da ein größeres Flugzeug? 380er kommt ja nicht, ne? Obwohl es da ja ein Gate für einen 380er gibt, wie wir ja wissen. Hat auch viel Geld gekostet. Ist egal. So, und auf jeden Fall, das sind so die Erlebnisse in Berlin gewesen. Gepäck hatte ich keins bekommen, deshalb musste ich nicht warten. Ich habe Handgepäck gemacht, deshalb kann ich dazu nichts zum Erlebnis sagen. Aber ich musste
Slalom laufen, weil da zwischendurch so ein paar Eimer waren, die da einfach sehr im Weg gestanden haben, weil es von oben tropfte. Das fand ich also äußerst speziell. Das ist nicht gut. Ja. Ah, jetzt sieht man meine Lampe gar nicht. Ne? Jetzt habe ich es gefixt. Ne? So, Lampe gefixt. Lampe ist wieder im Bild. Ja, so ist das im Leben, das ist der Berliner Flughafen. Ihr könnt ja, wenn ihr vom Berliner Flughafen auch abgeflogen seid, mal eure Meinung dazu sagen. Guido vielleicht auch. Wir haben ja das Thema von dir heute übernommen. Danke dafür. Ja, sollen wir sonst noch was sagen? Tja, die WCs, habe ich gelesen, entsprechen nicht so den Standards. Bei den Damen Richtig. Zu wenig und zu klein und dann außerdem auch noch mit Türen, mit schweren Türen, die man aufziehen muss, ist auch nicht mehr Standard heutzutage. Kennen wir aus den USA, dort geht man ja immer so ums Eck, so wie so eine Art das kleines Labyrinth rein. Genau, damit man nämlich keine Türklinken anfassen muss, die ja bekanntermaßen immer das Unhygienischste am ganzen WC sind. Aber da müssen wir uns halt erinnern, der Flughafen ist halt schon alt, obwohl er noch nicht lange im Betrieb ist. Er ist 10 Jahre über der Zeit und die Planung liegt noch länger zurück. Insofern hat man dort quasi einen Vintage-Flughafen neu eröffnet. Darf man immer nicht vergessen. Nach 10 Jahren werden die ersten Flughäfen schon wieder immer mal grundsaniert. Nicht? Und weiß ich nicht, neu gestrichen, neue Fliesen, neue Teppiche oder was auch immer gelegt. Waschen, Föhn legen. Wobei mich wundert natürlich, dass du über die Damentoiletten Bescheid weißt, Mario. Nein, das habe ich gelesen. Aber in Berlin wäre das ja auch kein Problem. Da ist ja meins wie deins. Wir sind ja heute mal ganz fluid geschlechtermäßig unterwegs. Da habe ich mich dann mal als Frau gefühlt und bin aufs Damen-WC gegangen. Nein, bin ich natürlich nicht. Ja, ich die entstehen lassen. Das stimmt, das stimmt. Also das ist in der Tat richtig, dass es da auch diese Schiebentüren geben kann, dass man nichts anfassen muss, was ja gerade in Zeiten von Covid sehr schön ist. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, Covid ist ja erst eine Bude, die passiert ist, nachdem der Flughafen eigentlich so halb fertig gebaut war. Ja, das stimmt schon, aber es gibt auch Flughäfen, die diese Labyrinthe haben, Dubai oder sowas, ja. Die sind auch schon älter. Also insofern, da hat man das verpasst und für mich bleibt als Fazit einfach nur zu ziehen, der Flughafen ist zu klein, zu weit draußen, wenn man in der Stadt was zu tun hat, man hätte also wirklich beide Flughäfen, Tegel und Schönefeld dabei behalten sollen. Ronald, den du ja auch vom Stammtisch in Berlin kennst, hat zwar eine andere Meinung, wenn er aus Potsdam kommt, aber ich finde, für innerdeutsche Flüge oder innereuropäische Flüge gab es nichts Schöneres als Tegel von der Nähe. Nee, super. Nee, war absolut super. War wirklich noch sehr innenstadtnah. War ein großer Fehler, aber nun ja, nicht der einzige Fehler, der in Berlin gemacht wurde. Jetzt nicht den Laschet machen bitte und irgendwas sagen, was du vielleicht bereuen könntest. Na. Also insofern... Insofern auch der Hinweis wieder für euch, ich habe es eben ja schon mal gesagt, nachdem Mario telefoniert hatte, wir eine kleine Unterbrechung hatten, auch einen Scenery-Wechsel hatten, ganz einfach kommentieren unten, nachdem ihr uns nicht nur abonniert, die Glocke angemacht habt und geliked habt den Beitrag, das würde uns nämlich helfen. Wir freuen uns, wenn ihr kommentieren könnt, wenn ihr uns einfach schreibt, wenn ihr Themen habt, die wir bearbeiten können, da würden wir uns freuen. Ja, Mario, würden wir uns freuen. Ne? Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Wir sind ja immer gerne für euch da. Also, in dem Sinne würde ich mich einfach heute wieder bedanken, dass ihr dabei wart. Und wir sind gespannt, was wir morgen für ein Thema haben. Ich weiß es schon, ich hatte es ja gestern gespoilert, aber ich bin heute... es ist echt mehr Arbeit gewesen, die Business Classes durchzuarbeiten, als ich dachte. Aber ich bin da dran, ich bin da hart. Mario findet ja morgen auch noch einen Zeitslot in Berlin, wo er auf einen Termin ist. Kommst du ins Fernsehen? Jawohl. Vielleicht müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall schaffen wir es nicht mehr, alle vorgestellten Business-Class-Klassen noch selber durchzufliegen bis dahin. Das leider nicht. Aber ansonsten sind wir morgen wahrscheinlich wieder für euch da, wenn nicht dann am Tag danach. Mario ist schon freudig erregt. Ich bin sowieso immer freudig und erregt. Und also, danke, dass ihr dabei wart und bis bald. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Ciao.